Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir machen heute diesen Schokokäsekuchen und zwar in Gugelhupfform. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir beginnen zuerst mal damit, die Schokolade zu schmelzen, und zwar machen wir das über dem Wasserbad. Ich habe hier im Wasserkocher etwas heißes Wasser, das gebe ich mal in einen Topf, stelle eine Schüssel darauf, habe hier dann 200 Gramm Schokolade und die breche ich dann in die Schüssel hinein, einfach so wie die Stücke vorgemacht sind, in die Schüssel hineinbrechen und dann erstmal beiseite stellen. Während die Schokolade schmilzt, geht schon mal an den Teig, und zwar gebe ich hier erstmal etwas Butter in einen Topf, dann noch eine Packung Vanillezucker, noch etwas normalen Zucker. Dann vermixe ich das Ganze mal gut, einfach in die Küchenmaschine oder auch mit dem Handrührgerät alles hineingeben und volle Pulle aufdrehen. Dann kommt mal noch ein Ei mit hinein, dann schabe ich das mal hier so vom Rand ab, denn das verklebt ab und zu. Dann kommt das zweite Ei hinein, das dritte Ei und das vierte Ei. Alles nochmal gut aufmixen lassen, 2-3 Minuten, bis es wirklich schön cremig ist. So schaut es dann aus und dann kommt noch das Mehl darauf. Das gebe ich einfach oben drauf, gefolgt vom Backpulver, da kommt auch noch eine Packung oben drauf und noch etwas Milch. Die macht das Ganze noch etwas cremiger, sage ich mal. Wieder in die Küchenmaschine, diesmal habe ich einen anderen Haken. Ich habe jetzt den K-Haken für Kuchenteige. Ihr könnt aber auch die Knethaken in eurem Handrührgerät nehmen. Schön verrühren lassen, dann noch etwas Kakaopulver oben drauf und darauf dann die geschmolzene Schokolade. Die könnt ihr ab und zu mal umrühren, dann dauert das so 15 Minuten, dann war die geschmolzen. Die kommt jetzt hier mit rein. Dann verrühren wir alles gut, das gibt dann einen schönen dunklen Teig. Wenn das Ganze schön gleichmäßig ist, ist er auch schon fertig. So schaut er dann aus. Jetzt machen wir mal noch die Käsefüllung. Da brauchen wir erstmal etwas Zucker, wieder etwas Vanillezucker, 2 Eier. Gut aufmixen, damit sich der Zucker schon mal etwas anfängt aufzulösen. Also lasst das durch 1-2 Minuten. Das schäumt dann so leicht etwas auf. Dann kommt noch etwas Speisestärke rein und etwas Magerquark. Dann nehmt ihr eine ganze Packung, das sind 500 Gramm. Ich habe hier Magerquark genommen, ihr könnt natürlich auch normalen Speisequark nehmen, aber ich mag mit Magerquark das immer ganz gern. So schaut die Masse dann aus. Wenn noch ein paar Klumpen drin sind, verrührt ihr das einfach noch kurz mit der Hand und dann ist der Teig und die Füllung fertig und wir machen uns schon mal an die Form. Ich habe hier eine Gugelhupfform, denn das wird ja ein Schokokäsekuchen in Gugelhupfform, wo dann innen so ein Kranz aus der Käsefüllung ist. Ich gebe hier schon mal etwas Butter in die Form, dann verschmiere ich das mit einem Küchentuch gut, also wirklich schauen, damit auch überall was drin ist. Alle Seiten und Ecken beschmieren, dann gebe ich hier noch etwas Mehl hinein, drehe das mal gut im Kreis, damit auch überall eine feine Mehlschicht ist. Dann geht der Kuchen nachher wirklich schön raus. Danach schön ausklopfen, damit es auch ganz fein ist. So schaut es aus. Und dann geben wir den Teig darauf. Den Teig verteilen wir gut. Also es kommen erstmal so ungefähr 2/3 vom Teig. Da forme ich dann hier so eine leichte Kuhle. Also das schaut nicht besonders schön aus. Man hat auch nicht den Eindruck, dass man es richtig macht beim Formen. Aber es passt dann schon. Da dürft ihr einfach nicht so viel Angst vor haben. Dann nehmt ihr jetzt die Käsemasse. Gebt die einfach oben drauf, etwas verteilen, damit sie nicht über den Rand läuft. Am Ende nochmal mit dem Schaber rein, damit sie gleichmäßig ist und dann kommt der restliche Teig oben drauf. Für den restlichen Teig gebt ihr noch einen Schuss Milch hinein, verrührt das Ganze gut. Einfach schön hier mit der Hand eine Minute schön durchrühren, damit das etwas cremig wird. Durch die zusätzliche Milch ist er etwas flüssiger und man kann ihn auf der weichen Masse schöner verteilen. Ich gebe den jetzt hier mal schön drauf. Alles, was noch in der Schüssel ist, drauf, leicht verschmieren. Wenn dann hier noch so ein paar weiße Käsestellen oben drauf sind, ist das auch nicht so schlimm. Der Teig geht auf und verdeckt das nachher. Gebacken wird der Kuchen bei 175 Grad, Ober- und Unterhitze, für ungefähr eine Stunde. Dann ist er schön aufgegangen und auch alle weißen Käseflecken sind weg. Nach dem Backen lassen wir ihn etwas auskühlen, ungefähr mal eine halbe Stunde. Dann nehmen wir die Form, klopfen mal an den Rand, damit er sich schön löst und dann stürzen wir das Ganze. Ich mache das hier auf einen Auskühlrost, ihr könnt aber auch ein Brett oder sonst irgendwas nehmen. Und so schaut er jetzt erstmal aus. Er ist schön geworden, er hält die Form gut, er ist stabil, nirgendwo tritt Käsemasse aus. Wir lassen ihn jetzt noch fertig auskühlen, nochmal eine Stunde ungefähr, damit er auch wirklich durchgekühlt ist. Denn wenn man so einen Käsekuchen immer warm anschneidet, dann kann ja sein, dass was ausläuft. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn er ausgekühlt ist, kommt noch etwas Puderzucker oben drauf. Das gibt einfach noch etwas Kontrast in die Sache. Ich habe hier etwas in einem Sieb und tue das einfach mal darüber streuen. Ich drücke das mit einem Löffel durch. Nicht überall ganz bedeckt, sondern immer nur so ein paar weiße Flecken, ungefähr wie hier. Und so schaut der Kuchen dann fertig aus. Er ist schön geworden, er ist schön gleichmäßig, es ist nichts aufgerissen. Damit bin ich durchweg zufrieden. Wir befördern den jetzt auch mal auf ein Brett.
Einfach mit der Hand nehmen und rüberheben. Nachdem er jetzt erkaltet ist, kann man den ja schon ganz gut transportieren. Und jetzt schneiden wir ihn dann natürlich auch gleich mal an. Ich habe hier mal ein schönes, großes, scharfes Messer. Gehe da mal hinein und schneide mir mal ein schönes Stück raus. Durch die Form obendrauf hat man natürlich auch immer gleich eine passende Stückgröße. Das bietet sich natürlich an. Und hier sieht man dann schon schön, wie die Käsefüllung drin ist. Hat wunderbar funktioniert, ist schön aufgeteilt, macht also auch innen optisch einen sehr guten Eindruck. Ich probiere das Ganze jetzt natürlich mal, nehme hier mal das Stück, schaue nochmal, ob alles schön fest sitzt, hält natürlich und dann beiße ich natürlich mal ab. Da habe ich was von der Schokolade und der Käsefüllung erwischt. Die Kombination ist gut, kann ich euch nur empfehlen. Das Stück ist jetzt hier bei mir auch ruckzuck weg, die anderen natürlich leider auch. Also der Kuchen hat bei uns so ungefähr 3-4 Tage gehalten, dann war er weggeputzt, er war aber auch lecker. Das war's jetzt auch schon wieder hier von meinem Schokokäsekuchen in Gugelhupfform. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mal was Ähnliches gemacht habt, schreibt sie mal in die Kommentare, was ihr alles schon rumprobiert habt. Vielleicht mache ich ja das mal nach. Ein paar neue Ideen sind immer gut. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich gerne mal nachbacken, mir ein Abo oder einen Daumen da lassen, das Video teilen und dann bis zum nächsten Mal.